Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Jörg von Stunde der Wahrheit. Ist eine Zeit her, aber das seht ihr mit dem Hochladen nicht, dass ich noch eine Lesung gemacht habe von Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und im Englischen sagt man so schön, I gotta get that monkey off my back. Ja, ich muss den Affen von meinem Rücken kriegen, der da hinten drauf sitzt und mich immer sagt, der mir immer sagt, mach das, mach das, mach das, aber. Ich hatte so viele andere Dinge zu tun in der letzten Zeit, dass ich da nicht zu gekommen bin. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dieses Buch in den schnellstmöglichen Zügen durchzulesen, durchzuarbeiten für euch. Deswegen mache ich heute eine Aufnahme mit der Desktop-Kamera. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, ich hatte die Lesung vorbereitet. Nur nach dieser Lesung, die nächste Lesung, werde ich wohl nicht mehr vorbereiten. Das heißt, ich werde das Buch unvorbereitet, ungelesen lesen, weil bis auf Auszüge habe ich es bis jetzt auch noch niemals komplett gelesen. Und werde das Buch so in einem Zug durchmachen, weil ich habe mir eine neue Aufgabe gestellt. Ich werde euch ein Buch lesen in drei Bänden, aber da werde ich jetzt noch nicht drüber erzählen. Das werde ich noch tun, wenn die Zeit dafür reif ist. Erstmal muss dieses Projekt beendet sein und danach werde ich mich diesem großen Mammutprojekt in Deutsch widmen. Und ja, in der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß, dass wir aus dem Buch lesen von Edmond Paris, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Eben checken, dass meine Aufnahme hier auch läuft, so wie die laufen muss und dass ich das im Hintergrund sehen kann. Naja, da muss ich wohl noch ein bisschen runterziehen hier oder was? Das war. Ist mir mal passiert, dass ich eine Aufnahme gemacht hatte und dann lief das nicht und deswegen, ja, jetzt kann ich das sehen. Gut, das muss so im Bild sein. Hoffe, das stört nicht, aber das muss ich sehen. Um zu kontrollieren, dass die Backup-Aufnahme läuft, sonst nehme ich auf und die Kamera funktioniert auf einmal nicht mehr und die Audioaufnahme auch nicht und dann spreche ich in die Luft und das möchte ich mir für dieses Mal ersparen. Also, ich habe hier das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Wir sind immer noch im Kapitel 4, also besser gesagt im Kapitel 5, ne, Entschuldigung, Kapitel 5, im Abschnitt 4 sind wir. Im Abschnitt 4, der die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft umschreibt, und im Kapitel 5 das Zweite Kaiserreich und das Falloux-Gesetz, der Krieg von 1870-1871. Dann fangen wir da doch mal eben mit an. Das dürfte ja ganz interessant sein, um darin mal zu lesen und uns geschichtlich zu bilden, weil wenn wir die Geschichte nicht verstehen, dann werden wir sie wiederholen. Dann sind wir verdammt, die Geschichte zu wiederholen. Und das ist ja eben etwas, was wir vermeiden wollen. Gut. Also, im vorangegangenen Kapitel erwähnten wir die in Frankreich unter Napoleon III. Von der Gesellschaft Jesu genossene große Toleranz, obwohl diese Gesellschaft offiziell verboten war. Anders konnte es auch nicht sein, da jenes Regime seine Existenz, zumindest großteils, der römischen Kirche verdankte, deren Unterstützung, solange das Regime währte, nie ausblieb. Doch sollte es Frankreich teuer zu stehen kommen. Die Leser des Progrès du Pas-de-Calais, deswegen das Bild hier eingeblendet, einer Publikation, für die der spätere Kaiser in den Jahren 1843 und 44 Beiträge verfasste, konnten ihn damals der Milde gegenüber dem Ultramontanismus nicht verdächtigen, wie folgendem zu entnehmen ist. Die Geistlichkeit, also das ist erschienen im Progrès du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais ist die Region nordwestlich in Frankreich, gleich unter Belgien hier, wenn man da hingeht. Die Geistlichkeit fordert im Namen der Freiheit des Unterrichts das Recht, die Jugend zu unterrichten. Ein Satz, den man sich auf der Zunge bitte schön zergehen lassen sollte, den man verstehen muss. Ich habe ja schon in verschiedenen Videos gesprochen von Intermirifica, ja, und auch von Miranda Prorsus, die zwei päpstlichen Enzykliken, durch die der Papst bestimmt, dass es das Urheberrecht oder Ursprungsrecht, das Geburtsrecht der römisch-katholischen Kirche ist, alle Medien zu besitzen und zu kontrollieren. Alle Medien. Und je besser man sich darüber informiert, desto mehr, dass man versteht, dass damit wirklich alle Medien, sowohl die Mainstream als auch die großen Alternativmedien gemeint sind. Aber da will ich jetzt gar nicht mal größer darauf eingehen.
Worauf ich jetzt mal eben drauf eingehen möchte, ist der Satz, der hier steht. Die Geistlichkeit, also die römisch-katholische Kirche, fordert im Namen der Freiheit des Unterrichts das Recht, die Jugend zu unterrichten. Nun, eine Frage mal eben an euch. Wenn die Geistlichkeit oder die Kirche fordert, das Recht zu haben, die Jugend zu unterrichten, welche Freiheit der Wahl habe ich denn dann als Jugendlicher überhaupt noch? Wenn alle Lehrinstitutionen von der Kirche gesteuert sind, dann kann ich gleich in welche Schule gehen. Ich kriege auf unterschiedlichen Leveln, also auf unterschiedlichen Etagen, Stagen, immer dieselbe Soße gelehrt. Ja? Das ist genau wie mit der Partei. Wähle ich rechts oder wähle ich links? Das ist derselbe Mist, nur in einer anderen Farbe. Beim Unterricht ist es genau dasselbe. Die Kirche behauptet von sich hier in diesem Fall, in dem Artikel von Progrès du Pas de Calais, im allerersten Satz, die Geistlichkeit fordert im Namen der Freiheit des Unterrichts das Recht, die Jugend zu unterrichten. Im Namen der Freiheit des Unterrichts. Nur wir müssen eins verstehen, die römisch-katholische Kirche proklamiert immer das Recht auf Freiheit. Das Problem ist, dass die römisch-katholische Kirche jedoch Freiheit nur darunter versteht, die Freiheit, römischen Katholizismus auszuüben, und zwar ungeschränkt auszuüben. Wenn der römisch-katholischen Kirche diese Freiheit gegeben wird, erst dann ist sie zufrieden. Sie muss alles kontrollieren. So wie sie die Medien durch Miranda Prosos und der Mirifica kontrolliert, Eigentümer ist und von daher bestimmt, was in den Medien erscheint, so sagt hier dieser Artikel, dass die Geistlichkeit, also die römisch-katholische Kirche, im Namen der Freiheit des Unterrichts fordert, das Recht, die Jugend zu unterrichten. Egal auf welche Schule ihr geht, ihr fallt unter die Jurisdiktion der römisch-katholischen Kirche. Und deswegen sage ich immer, wir sind alle Katholiken, ohne es zu wissen, weil die Kirche nimmt sich das Recht, uns da auszubilden, die Dinge in der Ausbildung zu gebrauchen, wovon die Kirche sagt, das sind die Dinge, die müssen die Menschen lehren und das sind die Dinge, die müssen die Menschen nicht lehren. Was müssen sie denn nicht mehr lehren? Solche Dinge wie diese Bücher. Solche Dinge wie die Bibel. Solche Dinge wie wirkliche Geschichte und die Wahrheit, die in der Bibel geschrieben steht. Deswegen findet man das in keiner einzigen Schule, die Dinge, die ich gerade erzählt habe. Weil eben die römisch-katholische Kirche im Namen der Freiheit des Unterrichts sich das Recht auffordert, die Jugend zu unterrichten. Der Staat seinerseits, fährt der Artikel fort, fordert in seinem eigenen Interesse das Recht, den öffentlichen Unterricht allein zu leiten. Dieser Kampf, was für ein Kampf das ist, ein sehr ungleicher, da kommen wir gleich noch drauf, kommt notwendig aus einer Verschiedenartigkeit der Ansichten, der Meinungen, der Gefühle zwischen der Regierung und der Kirche. Jede möchte zu ihrem Nutzen in einem entgegengesetzten Sinne die werdenden Geschlechter bevormunden und leiten. Da müssen wir ja auch schon mal drüber nachdenken. Jede möchte zu ihrem Nutzen in einem entgegengesetzten Sinne die werdenden Geschlechter bevormunden und leiten. Das heißt, hier steht es ganz deutlich, sowohl der Staat setzt sich das Ziel, als auch die Kirche setzt sich das Ziel, uns zu bevormunden und zu leiten. Sind wir dann frei? Haben wir noch die Freiheit, mit der Jesus Christus uns freigemacht hat, die Freiheit, die er mit seinem Leben bezahlt hat, mit seinem Blut? Wir denken nicht, fährt der Artikel fort, wie ein berühmter Schriftsteller, dass um dieser Trennung ein Ende zu machen, es notwendig sei, alle Bande zu zerreißen, welche die Geistlichkeit an die bürgerliche Macht knüpfen. So, da habe ich mir eine kleine Note zu gemacht, deswegen ist das hier in gelb. Alles, wo gelb unterstrichen ist, ja, angemarkert ist in dem PDF, da habe ich einen Bericht zugeschrieben. Und der Bericht lautet, Trennung von Staat und Kirche? Ah ja, da geht es hier ja drum.
Ja, wir denken nicht wie ein berühmter Schriftsteller, dass um dieser Trennung ein Ende zu machen, es notwendig sei, alle Bande zu zerreißen, welche die Geistlichkeit an die bürgerliche Macht knüpfen. Also die Geistlichkeit, sprich die Kirche, ist an die bürgerliche Macht, also den Staat, geknüpft. Trennung von Staat und Kirche? Kanonisches Recht besagt doch, dass die Kirche über dem Staat steht und dass der Staat der Kirche dienen muss. Wer das bezweifelt, der sollte mal zurückgehen zu meiner Lesung, die ich gemacht hatte, von dem Papier von Martin Luther von 1520, ja, beinahe 500 Jahre her, 3 Jahre nachdem er die Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat, hatte er das Papier veröffentlicht an den christlichen Adel deutscher Nation um der Standesbesserung. Und das habe ich in Deutsch in Videos vorgelesen und analysiert. Und da geht es um diese 3 Mauern, die der römisch-katholische Staat um sich baut. Und Luther erklärt sie. Und da geht es hauptsächlich darum, dass eben im römisch-kanonischen Recht steht, dass die Kirche über dem Staat steht. Und das ist auch der Grund, weshalb wir, und da kann ich ja mal eben das Foto probieren, hier zu suchen und einzublenden, weshalb wir in der vatikanischen Flagge, die ja in Gelb und in Weiß ist, diese 2 Schlüssel haben. Na, jetzt finde ich das hier natürlich wieder nicht, das ist wieder typisch. Diese 2 Schlüssel, die in der vatikanischen Flagge sind. Und zwar haben wir auf der einen Seite den silbernen Schlüssel und auf der anderen Seite haben wir den goldenen Schlüssel. Nun, der silberne Schlüssel liegt unter dem goldenen Schlüssel. So, hier ist das endlich. Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat. Wie man deutlich sieht, der silberne Schlüssel liegt unten, der goldene Schlüssel liegt da drüber. Das sind sozusagen die Schlüssel, die dem Papst gegeben worden sind. Naja, wieder ein anderes Thema. Will ich jetzt nicht drauf abschweichen. Nur der Punkt ist, der goldene Schlüssel repräsentiert die Spiritualität, die geistliche Macht. Und der silberne Schlüssel, weil Silber ist ja weniger wert als Gold, repräsentiert die zivile oder staatliche Macht. Der goldene Schlüssel liegt, wie man deutlich sieht, über dem silbernen. Und ist verbunden mit einer roten Kordel. Warum? Diese rote Kordel symbolisiert das Blut, das vergossen wird, wenn die silberne Macht, die staatliche Macht, sich nicht an die spirituelle Macht hält. Damals im dunklen Mittelalter hat der Papst Könige exkommuniziert, ganze Länder exkommuniziert und damit dafür gesorgt, dass seine Macht durchgesetzt wird durch den Staat. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Da will ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Sonst dauert dieses Video 3 Stunden. Und das ist ja nicht die Absicht. Wir wollen ja gerne diesen Teil in dem Buch der verborgenen Geschichte der Jesuiten lesen. Aber ich finde, dass das, was ich hier beibemerke, auch nochmal wichtig ist, um zu erwähnen. Also, alle Bande zu zerreißen, welche die Geistlichkeit an die bürgerliche Macht knüpfen, schaut euch meine Lesung an den christlichen Adel von Luther von 1520 ein, um das besser zu verstehen. Dass die Kirche genauso meint, wie sie fordert, im Namen der Freiheit des Unterrichts das Recht, die Jugend zu unterrichten, genauso wie sie das meint, auch meint, dass die spirituelle, die kirchliche Macht über der staatlichen Macht steht. Und dass der Staat im Grunde nichts anderes ist als ein Ausführungsorgan der Kirche. Unglücklicherweise, fährt der Artikel fort, sind die Diener der Religion in Frankreich im Allgemeinen den demokratischen Interessen entgegen. Wollte man ihnen erlauben, ohne Kontrolle Schulen zu errichten, so würde man damit ihnen zugestehen, dem Volke den Hass gegen die Revolution und die Freiheit einzuflößen. Und noch einmal, die Geistlichkeit wird aufhören, ultramontan, also das ist streng papstgesinnt. Ja, wir hatten hier oben schon mal einmal das Wort Ultramontanismus. Das ist ultramontan, streng papstgesinnt, das heißt 100% dem Papst unterworfen. Wie im Schwur der Jesuiten steht, perende ac cadaver, Kadavergehorsam. Ja, das ist Ultramontanismus. Okay? Die Geistlichkeit wird aufhören, ultramontan zu sein, wenn man sie nötigt, sich wie vor dem in den Wissenschaften zu erheben,
und sich mit dem Volke zu verschmelzen, dadurch, dass sie ihre eigene Erziehung an denselben Quellen wie die große Mehrzahl der Bürger schöpfen wird. Ende Zitat aus dem Artikel hier von Progrès du Pas-de-Calais. Hinsichtlich der Art und Weise, wie deutsche Priester ausgebildet wurden, ist der Autor Edmond Paris zu folgender Ansicht gelangt. Zitat: Anstatt von Kindheit an von der Welt abgeschlossen zu sein, in den Seminarien einen der Gesellschaft in welcher sie leben wollen, sollen feindlichen Geist einzuatmen, lernen sie frühzeitig Bürger zu sein, bevor sie Priester werden. Ende Zitat. Dies hat den politischen Klerikalismus, also den Drang der Geistlichkeit nach mehr Einfluss im Staat und in dessen Politik, dies hat den politischen Klerikalismus für den künftigen Herrscher und damaligen Carbonari, und deswegen muss ich hier eben das nächste Bild nehmen, Carbonari, das ist nämlich hier die Festnahme der Carbonari bei der italienischen Schule im 19. Jahrhundert. Ja, dies hat den politischen Klerikalismus für den künftigen Herrscher und damaligen Carbonari, das ist eben ein Angehöriger des Köhlerbundes, eines politischen Geheimbundes in Italien, dessen zeremoniell dem Brauchtum der Köhler entlehnt war und dessen Ziele die Unabhängigkeit Italiens sowie eine liberale Verfassung waren, nicht gerade ermuntert. Der Klerikalismus war dadurch nicht gerade ermuntert, auch nicht durch die Carbonari. Nun, schlussendlich haben sich die Carbonari durchgesetzt, weil es kam ja 1870 zur Abschaffung der zivilen Macht des Papstes. Ne? Der zivile Schlüssel wurde ihm genommen bis 1929. Und dann haben wir ja wieder die Heilung der Wunde. Das war das 1866, das Ende der 1260 Jahre. Aber nacheinander, bitteschön. Die Dinge nicht alle durcheinander. Das Bestreben aber, fährt der Autor hier fort, alsbald auf dem Thron zu sitzen, machte ihn Rom gegenüber sanftmütiger. War es nicht Rom höchst selbst, das ihm half, die erste Sprosse zu erklimmen? Am 10. Dezember des Jahres 1848 zum Präsidenten der Republik ernannt, schart Ludwig Napoleon Bonaparte, also Napoleon III., mehrere Minister um sich. Einer von ihnen ist Falloux, das ist Alfred Friedrich Falloux, ein Minister zwischen 1811 und 1886. Wer dieser Falloux ist, hier im Bild rechts, ein Werkzeug der Jesuiten. Am 4. Januar des Jahres 1849 ruft er eine Kommission ins Leben, deren Aufgabe es ist, eine große legislative Bildungsreform vorzubereiten. Ein Jesuit spricht oder fordert, eine vom Gesetzgeber durchgeführte Bildungsreform vorzubereiten. Im Verlaufe der Besprechung erlaubt sich Cousin, da geht es also um Victor Cousin, französischer Philosoph und Politiker, zu bemerken, dass die Kirche möglicherweise einen Fehler darin begeht, sich an die Jesuiten zu binden. Monsignore Dupanloup, ein Bischof, der lebte zwischen 1802 und 1878, verteidigt die Kompanie, also die Compagnie de Jesus, die Gesellschaft Jesu, die Jesuiten, mit Entschiedenheit. Sogleich wird ein Gesetz zur Entschädigung der Jesuiten vorbereitet. In der Vergangenheit seien Staat und Universität gegen Eingriffe der Jesuiten geschützt worden. Wir seien im Unrecht gewesen und ungerecht. Wir hätten gefordert, die Regierung solle ihre Gesetze gegen diese Vertreter einer ausländischen Regierung zur Anwendung bringen und wir würden die Jesuiten dafür um Vergebung bitten. Sie seien gute Bürger, die verleumdet und falsch beurteilt worden seien. Was wir tun könnten, um ihnen die Achtung und Wertschätzung zu erweisen, die ihnen zustehen? Ihnen die Unterweisung der jungen Generation anvertrauen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gelesen, dass ihr gut folgen konntet. Der Bischof sagt hier: Wir seien im Unrecht gewesen und ungerecht. Wir hätten gefordert, die Regierung solle ihre Gesetze,
gegen diese Vertreter einer ausländischen Regierung zur Anwendung bringen. Und wir würden die Jesuiten dafür um Vergebung bitten. Sie seien gute Bürger, die verleumdet und falsch beurteilt worden seien. Das hat ja zur Auflösung des Jesuitenordens 1773 auch geführt. Und der wurde 1814 wieder in Wirkung gestellt mit einer neuen Bulle vom Papst. Was kann jetzt Frankreich tun, um ihnen die Achtung und Wertschätzung zu erweisen, die ihnen zusteht? Weil sie wurden ja, ach so schlimm, falsch behandelt. Wir können ihnen die Unterweisung der jungen Generation anvertrauen. Das ist, genau genommen, das Ziel des Gesetzes vom 15. März 1850. Dieses Gesetz sieht einen obersten Rat für öffentlichen Unterricht vor, in dem die Geistlichkeit dominiert. Es macht die Kirche zu Schulmeistern. Es gibt Religionsgemeinschaften das Recht, freie Schulen zu schaffen, ohne über nicht zugelassene Kongregationen Erklärungen abgeben zu müssen. Mit anderen Worten, freie Schulen zu schaffen, ohne über von den Jesuiten zugelassene Kongregationen hier Erklärungen abgeben zu müssen. Paragraph 17.2 besagt es, dass die Gehorsamsbriefe, ja, das sind also Urkunden, die religiöse Anschauung und Gehorsamkeit mehr betonen als pädagogische Kenntnisse oder Eignung. Gleichzeitig mussten Laienlehrer für das Diplom die Prüfung über Allgemeinwissen und Pädagogik ablegen. Ihre Diplome seien in Paragraph 49 Barthélemy Saint-Hilaire, ein Staatsmann bis 1895 gelebt, versucht vergeblich nachzuweisen, dass das Ziel der Urheber jenes Projekts darin besteht, der Geistlichkeit, also der Kirche, das Monopol zu verschaffen und dass dieses Gesetz der Universität zum Verhängnis werden würde. Victor Hugo, den kennt man ja auch, deswegen habe ich den hier im Bild, ja, ouvre des écoles, vous fermerez des prisons, sagte Victor Hugo. Das heißt auf Deutsch, öffnet die Schulen und ihr schließt die Gefängnisse. Victor Hugo ruft ebenfalls vergeblich aus, Zitat, dieses Gesetz ist ein Monopol in der Hand jener, die darum bemüht sind, dass diese Unterweisung aus der Sakristei, also aus der Sakristei stamme und die Regierung aus dem Beichtstuhle. Diesen Satz sollte man vielleicht zweimal lesen, um ihn gut zu verstehen. Dieses Gesetz ist ein Monopol in der Hand jener, die darum bemüht sind, dass die Unterweisung aus der Sakristei kommt und die Regierung aus dem Beichtstuhle. Das ist das Vermischen der Kirche mit dem Staat. Die Versammlung aber ignoriert diese Protesterklärung. Sie zieht es vor, vom Montalembert zu hören, der ausruft, Zitat, gebieten wir der gegenwärtigen Tendenz zu Rationalismus und Demagogie, also gewissenloser Politiker Hetze, nicht unverzüglich Einhalt, dann werden wir aufgesogen werden. Einhalt kann ja überdies nur mit Hilfe der Kirche geboten werden. Um sicherzustellen, dass die Bedeutung dieses Gesetzes gut beschrieben würde, fügt er diese Worte hinzu. Zitat. Und es gilt der demoralisierenden und anarchischen Armee der Lehrer, die Armee des Klerus entgegenzusetzen. Ende Zitat. Hier steht als Erklärung zu anarchisch gesetzlos. Und das ist nicht ganz richtig. Anarchie ist nicht die Abwesenheit von Gesetz. Anarchie ist die Abwesenheit von Hierarchie. Ein ganz großer Unterschied. Das Gesetz trat in Kraft. Nie je zuvor in Frankreich hatten die Jesuiten einen vollständigeren Sieg errungen. Nein, je zuvor nicht. Aber seit dann über die ganze Welt. Von Montalembert, der gerade eben ja schon diesen Satz gesagt hatte, war ein Publizist und Politiker, der lebte zwischen 1810 und 1870.
Er gab es stolz zu. Er sagte: Ich verteidige soeben die Gerechtigkeit durch bestmögliche Unterstützung der Regierung der Republik, die bis jetzt so viel getan hat, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Einigkeit der Franzosen zu wahren. Sie insbesondere erwies der katholischen Kirche mehr Dienste als sämtliche anderen während der letzten 2 Jahrhunderte im Amt gewesenen Regierungen. Dies alles geschah vor mehr als 100 Jahren, sagt Edmond Paris, als das Buch 1975 veröffentlicht wird, kommt einem aber heute recht bekannt vor. Und 40 Jahre später, 2017, doch auch. Hä? Doch sehen wir, wie die von Ludwig Napoleon geleitete Republik damals gerade international agierte. Neben anderen Auswirkungen hatten die 1948er Revolution, das wäre die französische Februarrevolution von 24. Februar 1848, soeben eine Erhebung der Römer gegen Papst Pius IX., ihren zeitlichen Herrscher, provoziert, der bereits nach Gratea, das ist eine italienische Grenzfeste, heute in Italien, geflohen war. Die Römische Republik war ausgerufen worden. Durch eine schockierende Paradoxie war es die Französische Republik, die in Einigkeit mit den Österreichern und dem König von Neapel den unerwünschten Herrscher, also den Papst, zurück auf den Thron brachte. Ein französisches Regiment belagerte Rom, nahm es am 2. Juni des Jahres 1849 ein und stellte die pontifikale Gewalt wieder her. Sich zu halten gelang letzterer mit Hilfe einer französischen Besatzungseinheit, die Rom erst nach der ersten Katastrophe im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-1871 verließ. Und da habe ich jetzt eine etwas größere Note zugemacht, um euch ein wenig zu erklären, was ich vorhin schon mal kurzfristig angeholt hatte. Also öffne ich die Note und werde euch das mal eben vorlesen. Das ist, so wie wir es hier eben gerade gelesen haben, nicht ganz korrekt. Was ist nicht ganz korrekt? Aber es ist nicht ganz korrekt, dass hier drin steht, dass die französische Besatzungseinheit Rom nach der ersten Katastrophe 1870-71 verließ. Das ist nicht ganz korrekt. Und zwar warum? Wir lesen hier, die Truppen verließen Rom bereits 1866 und ließen so den Papst schutzlos zurück, und er verlor im Weiteren bis 1870 dann seine temporäre, also zivile, Macht. Das ist die Erfüllung der 1260 Jahre Prophezeiung des Regententums des Antichristen von 606 bis 1866. Dies wird ausführlich beschrieben bei Henry Grattan Guinness in seinem Werk Romanism and the Reformation, das leider nur in Englisch vorliegt und das ich im Augenblick ja auch dass ich auf meinem Kanal zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses hier hochlade, wahrscheinlich schon zum großen Teil hochgeladen habe. Und in Alexander Hislops von Babylon nach Rom. The Two Babylons. Und das findet ihr komplett in meiner Abspielliste von Babylon nach Rom auf meinem Kanal. Hislop beschreibt dies so, und ich zitiere jetzt aus dem Buch von Babylon nach Rom. Er und die, die mit ihm in dieser Sache zusammenarbeiteten, ebneten der Errichtung jenes ungeheuren bürgerlichen und geistlichen Despotismus den Weg, der direkt vor den Augen Europas im Jahre 606 nach Christus emporzuwachsen begann, als mitten in den Erschütterungen und Wirrnissen der Nationen, aufgerüttelt wie die stürmische See, der Papst von Rom zum allumfassenden oder universalen Bischof gemacht wurde und die 10 wichtigsten Reiche Europas ihn als Stellvertreter Christi auf Erden anerkannten. Als einziges Zentrum der Einigkeit und als einzige Quelle der Stabilität ihrer Throne. Durch seine eigene Handlungsweise und durch die Zustimmung des universellen Heidentums Roms war er tatsächlich der Stellvertreter Dagons, und wie er auf seinem Kopf heute die Mitra Dagons trägt, tat er es wahrscheinlich auch damals. Ende Zitat. Das ist auf Seite 231 in seinem Buch Von Babylon nach Rom. Als ich das Buch las, vertrat ich noch die falsche Ansicht der Sieben-Tags-Adventisten, der Lehre von 538 bis 1798, die ihr auch alle kennt. Jedoch haben weitere Studien diesen Fehler inzwischen aufgedeckt. Man kann es auch nachlesen, leider in Englisch, in den verschiedenen Links, und andere Links, die ich seitdem rausgesucht hatte, sind inzwischen natürlich verschwunden. Aber ich werde euch die Links hier auch noch mitgeben, die hier
die ich hier reingeklebt habe und hoffen, dass die natürlich in der Zukunft zu dem Zeitpunkt, dass dieses Video erscheint, auch noch gegeben sind, dass man die noch nachforschen kann. Nun, diese Lehre von 538 bis 1798 als die 1260 Jahre der Regierung des Antichristen, ich schmeiße das Baby jetzt nicht mit dem Badewasser raus und sage, das ist 100% Lüge. Es geht darum, dass der Papst sowohl die geistliche als auch die temporäre Macht verloren hat. Und die Sieben-Tags-Adventisten sagen halt, der Papst hatte in 538 die zivile Macht übernommen und die spirituelle Macht. Und wenn man sich da genau mit beschäftigt, dann stellt man fest, ja, in 538 hat er die spirituelle Macht übernommen. Die hat er auch nicht verloren, weil es war ja nur eins seiner Köpfe, das verwundet war. Er hat die zivile Macht verloren. Und das war, nachdem Papst Gregorius, wenn ich mich richtig erinnere, davor gewarnt hat, dass, naja gut, das ist ein anderes Thema, da muss man drüber sprechen. Jedenfalls in 607, der Papst hatte dann den Titel Pontifex Maximus für sich übernommen und dieser Titel wurde ihm halt 1866 aberkannt, als eben die französischen Truppen, die den Vatikan beschützen, abgezogen sind. Und dann kam es im Verlauf zwischen 1866 und 1870 dazu, dass der Papst eben seine temporäre Macht verloren hat, wie eben hier auch hier in dem Buch richtig steht. Aber es ist ja 1866 und nicht erst 1870-71. Das kann man halt in den Links, die ich hier mit beifügen werde, selber für sich selbst nachlesen. Und da geht es halt um den um die Wunde, die in Offenbarung 13 dem ersten Biest zugefügt wird. Ja? Und diese Wunde heilt ja seit 1929, seit dem Lateranen Vertrag, den Mussolini damals mit dem Vatikan unterschrieben hat. Aber fahren wir fort im Buch. Dieser Anfang war sehr vielversprechend. Der Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 brachte die Proklamation des Reiches. Bis dahin hatte der Präsident der Republik, Ludwig Napoleon, die Jesuiten in jeder Hinsicht begünstigt. Und den sehen wir hier im Bild nebenan, Ludwig Napoleon. Achtet mal hier auf das schöne Malteserkreuz, das man ja ganz deutlich sieht. Dann wissen wir ja, von wem er seine Macht bekommen hat und wem er unterstellt ist. Nunmehr Kaiser geworden, verwehrte er seinen Komplizen und Verbündeten nichts. Also mit anderen Worten, die Jesuiten hatten carte blanche. Über die Massaker und Verbote des 2. Dezember ergossen sich großzügig Segen und Te Deum der Geistlichkeit. Der für diesen abscheulichen Hinterhalt und Verantwortliche wurde als durch Vorsehung bestimmter Erlöser angesehen. Der Erzbischof von Paris, Monseigneur Cibourg, der die Massaker auf dem Boulevard sah, ruft aus, Zitat, der Mann, der von Gott bereitet wurde, ist gekommen. Nie war der Finger Gottes, hoc est digitus Dei, je sichtbarer als in den Ereignissen, durch die diese großartigen Resultate hervorgebracht wurden. Der Bischof von Saint-Flour sprach von seiner Kanzel, Zitat, Gott wies auf Ludwig Napoleon hin. Er hatte ihn bereits zum Kaiser auserkoren. Ja, Gott weihte ihn im Voraus, meine geliebten Brüder, durch den Segen seiner Päpste und Priester. Er selbst hat ihn proklamiert. Können wir Gottes Auserwählten nicht erkennen? Ende Zitat. Hier, versteht es bitte richtig, wird der Papst mit Gott gleichgestellt. Durch den Segen seiner Päpste und Priester weihte Gott ihn im Voraus. Er hat ihn proklamiert. Können wir Gottes Auserwählten nicht erkennen? Durch den Segen seiner Päpste und Priester? Der Papst wird auch hier zum Gott erhoben. Der Bischof von Nevers salutierte voll Falschheit mit sichtbares Werkzeug und Vorsehung. Zitat, diese jämmerlichen Schmeicheleien, die noch weiter fortgesetzt werden könnten, verdienten eine Belohnung. Diese Belohnung war eine den Jesuiten gewährte komplette Freiheit, carte blanche, solange das Reich währte. Für 18 Jahre war die Gesellschaft Jesu Herr über Frankreich im wahrsten Sinn des Wortes. Sie bereicherte sich,
Die Gesellschaft Jesu vermehrte ihre Niederlassung und erweiterte ihren Einfluss. Ihr Wirken war zu spüren in allen wichtigen Ereignissen jener Zeit, insbesondere bei der Expedition nach Mexiko und der Kriegserklärung im Jahre 1870. Ende Zitat. Das Reich bedeutet Frieden, verkündete der neue Herrscher. Knapp 2 Jahre aber, nachdem er den Thron bestiegen hatte, begann der erste all jener Kriege, die während seiner Regierungszeit aufeinander folgten. Die Geschichtswissenschaft könnte die Beweggründe, die zu diesen Kriegen geführt haben, als zusammenhanglos betrachten, würden wir nicht sehen, was sie verbindet. Die Verteidigung der Interessen der römischen Kirche. Natürlich, wenn Frankreich ein Vasallenstaat der Jesuiten geworden ist, dann geht es nur um die Verteidigung und Verbreitung und Vergrößerung der Interessen der römisch-katholischen Kirche. Der Krimkrieg, das ist der Krieg des Osmanischen Reiches an der Seite Großbritanniens und Frankreichs gegen Russland. Die erste dieser Wahnsinnsunternehmungen, die uns, also Frankreich, schwächte und national nicht dienlich war, ist ein charakteristisches Beispiel. Kein kirchenfeindlicher war es, sondern ein Abt, ja, also ein französischer Weltgeistlicher, der nicht Mitglied eines Mönchsordens sind. Der Abt Brugeret, der schrieb, Zitat, man muss die Reden lesen, die der berühmte Theatiner, Pater Ventura, im Jahre 1857 während der Fastenzeit in der Ziegeleikapelle gehalten hat. Die Restauration des Reiches stellte er als Gotteswerk dar und lobte Napoleon III. Für die Verteidigung der Religion auf der Krim und ließ ein zweites Mal die großen Tage der Kreuzzüge im Osten aufleuchten. Man betrachtete den Krimkrieg als ein Kompliment an den römischen Feldzug. Von der ganzen Geistlichkeit wurde er gelobt, voll Bewunderung für die religiöse Begeisterung der Sebastopol belagernden Truppen. Sainte-Beuve, also Charles-Augustin Sainte-Beuve, ein französischer Literaturkritiker und Schriftsteller, schilderte ergreifend, wie Napoleon der französischen Flotte ein Bild der Jungfrau, also Maria, schickte. Was war das für eine Expedition, die die Geistlichkeit begeisterte? Paul Léon, Mitglied des Instituts, also der höchsten Körperschaft für Wissenschaft und Kunst in Frankreich, erläutert, Zitat, ein Streit zwischen Mönchen belebt die Frage des Ostens wieder neu. Geboren wurde sie aus Rivalitäten zwischen den lateinischen, also den katholischen Ostkirchen, und orthodoxen, den östlichen, papstablehnenden Kirchen, hinsichtlich des Schutzes der heiligen Stätten in Palästina. Wer würde über Bethlehems Kirchen wachen, die Schlüssel haben, die Arbeit ausrichten? Wie ist es möglich, dass derartige Kleinigkeiten zwei große Reiche gegeneinander aufstellen? Hinter den lateinischen, also zur Ostkirche gehörenden katholischen Mönchen, aber steht die katholische Partei Frankreichs, ausgestattet mit alten Privilegien und Anhänger des neuen Regimes. Hinter den wachsenden Forderungen der Orthodoxen, die mittlerweile immer zahlreicher geworden waren, steht der russische Einfluss. Also war der Krimkrieg logischerweise nichts anderes. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier in dem Kommentar gemacht habe, ich werde das eben so kommentieren, dann mal schauen, was ich da geschrieben habe. Der Krimkrieg war nichts anderes als ein weiterer Konterreformationskrieg, ein Krieg gegen Orthodoxe, die halt unter dem Schutz des Zaren in Russland standen. Deswegen hat das Osmanische Reich, der Islam, ja, wie heute, damals noch zusammen mit Frankreich und England, Krieg geführt gegen Russland, um die orthodoxische Kirche auszulöschen oder wieder unter die Fittiche Roms zu bringen. Der Zar beruft sich auf den Schutz der orthodoxen Kirche, deswegen hier mein Kommentar. Ein weiterer Grund für die bolschewistische Oktoberrevolution ebenfalls, ja, weil der Zar beruft sich auf den Schutz der orthodoxen Kirche. Das heißt, der Zar sagt, die orthodoxische Kirche steht unter meinem Schutz.
die römisch-katholische Kirche sagt, jeder Staat steht unter meinen Fittichen und unter meinem Dogma und unter meinem Zwang, und der russische Zar lässt die orthodoxische Kirche gewähren und gewährt ihr selbst noch Schutz. Der Zar beruft sich auf den Schutz der orthodoxischen Kirche, und dies ist ein weiterer Grund für die bolschewistische Oktoberrevolution, während welcher die Romanows, die Zarenfamilie, alle liquidiert wurden. Im Nachzug und während des sogenannten Kommunismus wurde die russisch-orthodoxe Kirche verfolgt, und Millionen Tote der modernen Inquisition waren die Folge, da sie nun nicht mehr unter dem Regierungsschutz des Zaren standen, weil die sowjetische kommunistische Regierung, die eingesetzt durch Lenin und Stalin, die beide Jesuiten geschult waren, eingesetzt wurde, haben die orthodoxe Kirche verfolgt. Und von den Millionen Toten, von diesem Holocaust, höre ich niemals jemanden sprechen. Der Zar beruft sich auf den Schutz der orthodoxen Kirche, den er zu gewährleisten habe, und besteht darauf, dass, um dies sicherzustellen, seine Flotte die Dardanellen-Durchfahrt nutzen müsse. England, das von Frankreich unterstützt wird, lehnt ab, und der Krimkrieg bricht aus. Zitat aus dem Buch von Paul Leon: Frankreich und England können den Zaren nur über das Schwarze Meer und die türkische Allianz erreichen. Von nun an wird der Krieg Russlands zum Krimkrieg und konzentriert sich ganz auf die Belagerung Sebastopols, eine kostspielige Episode ohne Ausgang. Blutige Schlachten, tödliche Seuchen und unmenschliche Leiden kosten Frankreich 100.000 Tote. Ende Zitat. Wir müssen darauf hinweisen, dass diese 100.000 Toten christliche Soldaten und verehrungswürdige Märtyrer des Glaubens gewesen seien. Laut Monsignor Cibourg, Erzbischof von Paris, der damals verkündete: Der Krimkrieg zwischen Frankreich und Russland ist nicht ein politischer, sondern ein heiliger Krieg. Ein Kreuzzug ist ein anderes Wort für einen heiligen Krieg. Er ist nicht einen anderen Staat bekämpfender Staat, andere Menschen bekämpfende Menschen, sondern einzig und allein ein Religionskrieg, ein Kreuzzug. Genauso schön, Ende Zitat, genauso schön wie George W. Bush das im September 2001 sagte, nachdem das World Trade Center ja nicht angefallen wurde, aber pulverisiert wurde, dass er sagte, dieser Kreuzzug, der Kampf gegen den Terrorismus, wird eine Weile dauern. Nun, ich hatte hier oben in dem letzten Stück, das ich gelesen hatte, das Wort christliche natürlich gelb eingefärbt und dabei katholische geschrieben. So muss man das verstehen. Wenn ein römischer katholischer Bischof, ist das hier ja, der das sagt, Monsignore Cibourg, Erzbischof von Paris, der sagt das, wir müssen darauf hinweisen, dass diese 100.000 Tote katholische Soldaten waren und verehrungswürdige Märtyrer des Glaubens gewesen seien. Hier verweise ich auf das Video von meiner Lesung aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom, wenn ich das jetzt immer gestartet kriege gleich, um euch das mal eben zeigen. Bricht hier wieder alles zusammen. So, im Moment erstmal die Aufnahmen. Also von daher mal eben schauen, dass das jetzt, ja, YouTube antwortet nicht. Was weiß ich, warum da. Mit der Kamera ist das immer schwierig, solche anderen Sachen hier starten zu lassen. Aber trotzdem, ich mag diese Videos gerne. Wir hatten hier in Alle Wege führen nach Rom das Kapitel gelesen, Märtyrer und Heilige. Und schaut euch das bitte nochmal an in der Abspielliste von Alle Wege führen nach Rom, in der Buchlesung von mir, das Kapitel Märtyrer und Heilige, weil da geht es hier um die Märtyrer des Glaubens. Es ist genau dasselbe. Ja. Hier werden in diesem Fall katholische Soldaten, aber eben oftmals auch Hochgestellte aus der Hierarchie
zu Märtyrern erklärt. Ein Märtyrer ist biblisch gesehen ein Gläubiger an Jesus Christus, der für seinen Glauben an unseren Herrn stirbt. Das ist ein Märtyrer. Die römisch-katholische Kirche macht meistens von Verbrechern Märtyrern. Aber schaut euch dann halt nochmal das Kapitel aus Alle Wege führen nach Rom an und dann kommt ihr dahinter, das richtig zu verstehen. Der Krimkrieg zwischen Frankreich und Russland ist nicht ein politischer, sondern ein heiliger Krieg, ein Kreuzzug. Das gibt die römisch-katholische Kirche in Person des französischen Erzbischofs von Paris, Monsignor Cibourg, offen zu. Das ist nichts Geheimnisvolles. Das ist keine Frage, ob das so ist. Es ist eine Feststellung. Es ist so. Ja? Die römisch-katholische Kirche sagt es hier selber. Der Krimkrieg zwischen Frankreich und Russland ist ein Kreuzzug. Das Eingeständnis ist eindeutig. Hörten wir das Gleiche in identischer Weise dargelegt, nicht unlängst erst, während der deutschen Besetzung von den Prälaten seiner Heiligkeit Pius XII. Und von Pierre Laval, Ratspräsident von Vichy höchst selbst? Im Jahre 1863 ist es die Expedition nach Mexiko. Worum geht's? Eine Laienrepublik in ein Kaiserreich umzuwandeln und dieses Maximilian, dem Erzherzog von Österreich, anzubieten. Österreich ist des Papsttums Stütze Nummer 1. Ziel ist es außerdem, übrigens muss man sich nicht mehr fragen, warum Adolf Hitler aus Österreich kam, Ziel ist es außerdem, eine Barriere zu errichten, die den Einfluss der protestantischen Vereinigten Staaten auf die Staaten Südamerikas, Hochburgen der römischen Kirche, eindämmen würde. Ein ganz wichtiger Satz, geschichtsmäßig gesehen. Es ging darum, Südamerika, Lateinamerika, das ja Lateinamerika heißt eben, weil es ständig von römischen Katholiken besetzt war, von Anfang an, nämlich von Portugiesen und von Spaniern. Dieses Lateinamerika, das total katholisch war, da ging es jetzt darum, das eben auch nach Nordamerika zu bringen, weil Mexiko liegt ja auf dem nordamerikanischen Kontinent. Der südamerikanische war bereits schon katholisch. Ziel ist es außerdem, eine Barriere zu errichten, um eben im nordamerikanischen Kontinent bereits eine Grenze zu ziehen zwischen den protestantischen Vereinigten Staaten von Amerika und auf die Staaten Südamerikas. Schaut, eine kleine interessante Geschichtsstunde. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden gegründet 1789, in der Zeit, als in Frankreich die Revolution losbrach. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre Unabhängigkeit erklärt und dann einen 13-jährigen Krieg darüber geführt, 1776. Okay? 1773 wurden die Jesuiten verboten. Die Jesuiten, die dafür gesorgt hatten, dass der Papst in Europa noch das Sagen hatte nach der Reformation. Die Jesuiten haben Regierungen unterwandert, haben Könige und Präsidenten und alles ermordet und wurden verboten. Und dann wurden die Jesuiten verboten und Amerika wurde gegründet. Das heißt, zur Zeit, wo Amerika gegründet war, hatte der Papst im Grunde in Europa seine Macht verloren. Und es gibt ein Zitat von einem Papst, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, ich habe das von Tom Fress, der hat das wohl in einem Buch gelesen, dass der Papst damals meinte, ich bin nirgendwo Papst außer in Amerika. Sonst hatte er überall seine Macht verloren. Deswegen haben sie zeitgleich mit dieser ganzen Revolution in Europa, wo der Papst seine Macht verloren hat, die Vereinigten Staaten von Amerika errichtet. Ja, und da hatte der Papst durch die Jesuiten die ganze Zeit das Sagen. Aber nur durch Jesuiten und nur durch Freimaurer, nicht offiziell. Weil die Vereinigten Staaten von Amerika wurden errichtet als eine protestantische Republik. Weil zur Zeit 1776, wie ihr aus meinen Lesungen von Herrscher des Bösen wisst,
knappe 98% der Vereinigten Staaten von Amerika Bevölkerung protestantisch war. Und nur 1,2% waren katholisch, 0,8% waren jüdisch. Die römischen Katholiken waren in der ganz, ganz großen Minderheit. Und diese protestantischen Vereinigten Staaten von Amerika sollen sich sicher nicht weiter ausbreiten. Deswegen brauchte man die Grenze. Und dafür hat man dafür gesorgt, dass man Mexiko eben katholisch macht. Durch den Einfluss des Erzherzogs Maximilian von Österreich. Denn Österreich ist des Papsttums Stütze Nummer 1. Albert Bayet schrieb mit Scharfsinn, Zitat, das Krieg des Krieges ist es, in Mexiko ein katholisches Kaiserreich zu begründen, also mit anderen Worten ein nordamerikanisches Österreich, sowie das Recht der Völker auf Selbstverwaltung zu beschneiden. Der Papst mag es nicht, wenn die Völker oder wenn die Menschen sich selbst verwalten. Lest mal den Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Er neigt, wie während des syrischen Feldzuges und den zwei chinesischen Feldzügen im Besonderen dazu, katholischen Interessen zu dienen. Der Krieg. Das Ziel des Krieges ist, katholischen Interessen zu dienen. Was macht das von diesem Krieg? Wie auch immer euch das in den Geschichtsbüchern offiziell gelehrt wird, es macht von diesem Krieg einen heiligen Krieg. Einen Kreuzzug, einen Religionskrieg, wie nach den Worten von Monsignor Sibur der Krimkrieg eben auch war. Nun, mittlerweile wissen wir, dass nachdem sich die französische Armee wieder eingeschifft hatte, Maximilian, der erfolglose Verfechter des Heiligen Stuhls, im Jahre 1867 als Querétaro, also eine bedeutende Stadt in Mexiko, kapitulierte, gefangen genommen wurde und den Weg für eine Republik freimachend, deren Präsident, der Sieger Juárez war, erschossen wurde. Nichtsdestotrotz rückte die Zeit näher, wo Frankreich einmal mehr weit teurer für die politische Unterstützung, die der Vatikan dem Kaiserthron zusicherte, zu zahlen hatte. Währenddessen die französische Armee in aller Welt ihr Blut vergoss und bei der Verteidigung der Interessen, die nicht die ihrigen waren, immer schwächer wurde, war, um die deutschen Staaten in einem einzigen Block zu vereinen, Preußen unter der harten Hand des späteren eisernen Kanzlers Otto von Bismarck im Begriff, seine militärische Stärke auszubauen. Preußischen Wollens und Vollbringens erstes Opfer war Österreich. In Einigkeit mit Preußen, dass das dänische Herzogtum Schleswig und Holstein erobern sollte, wurde Österreich von seinem Komplizen getäuscht. Der Krieg, der folgte, wurde alsbald am 3. Juli des Jahres 1866 bei Königgrätz in Böhmen von Preußen gewonnen. Ein furchtbarer Schlag für die alte Habsburger Monarchie, die gerade im Niedergang begriffen war. Genauso schwer war der Schlag für den Vatikan, war doch im deutschsprachigen Raum bis dato Österreich derart lange sein zuverlässigstes Bollwerk. Warum kam Hitler wohl aus Österreich? Von nun an wird über jene das protestantische Preußen seine Hegemonie ausüben. Es sei denn, die römische Kirche findet einen fähigen, weltlichen Arm, um die Ausdehnung dieser ketzerischen Macht zum völligen Stillstand zu bringen. Wer aber kann in Europa diese Rolle übernehmen, ausgenommen das französische Kaiserreich? Napoleon III., der Mann, den die Vorsehung schickte, wird die Ehre haben, Königgrätz zu rächen. Also, seht ihr jetzt den geschichtlichen Zusammenhang, der euch sonst nirgendwo gelehrt wird? Wo wir hier den Krieg haben, wo Preußen Böhmen gewinnt für Preußen und als Rache soll das französische Kaiserreich eben auf gegen Deutschland in Krieg ziehen. Frankreich soll Königgrätz rächen, Bohemien, das heute Tschechien ist.
Bereit ist die französische Armee nicht. Die Artillerie ist veraltet. Geladen werden unsere Kanonen noch durch die Mündung, schrieb Rotin, ein französischer Gesandter in Frankfurt, der die Katastrophe kommen sieht. Zitat: Preußen weiß um seine Überlegenheit und unseren Mangel an Vorbereitung, fügt er mit vielen anderen Beobachtern hinzu. Die Kriegsanstifter ficht es nie an. Anlass für jenen Konflikt ist die Kandidatur eines Hohenzollern für den vakanten spanischen Thron. Auch Bismarck, also Otto Eduard Leopold, Fürst von Bismarck, Herzog von Lauenburg, will den spanischen Thron. Als er die Emser Depesche, eine von Bismarck durch Kürzungen und Umformulierungen verschärfte Fassung eines Telegramms aus Bad Ems, über Unterredungen König Wilhelms I. mit dem französischen Botschafter fälschte, hatten die Kriegsbefürworter das Spiel in ihrer Hand und erregten die öffentliche Meinung. Durch Erregung der öffentlichen Meinung macht man heute ja auch noch Kriege. Frankreich höchst selbst erklärte den Krieg. Besagten Krieg von 1870-71, den die Geschichtswissenschaft als Werk der Jesuiten nachwies, wie Gaston Bally schrieb. Die Zusammensetzung der Regierung, die Frankreich in die Katastrophe schickte, wird von dem angesehenen Historiker Adrien Dansett wie folgt beschrieben. Zitat: Napoleon III. Begann, Victor Duruy zu opfern und beschloss dann, die Regierung Männern aus dem Volke zu übertragen im Januar 1870. Die neuen Minister waren fast alle aufrichtige Katholiken. Das ist leider ein Oxymoron, weil aufrichtige Katholiken gibt es nicht. Die neuen Minister waren fast alle aufrichtige Katholiken oder an den Sozialkonservatismus gläubige Geistliche. Zivilter Katholiker. Das kommt ja auch nochmal irgendwo drin vor. Deswegen das Bild. Das Unerklärliche ist nunmehr leicht zu verstehen. Die Eile der Regierung aus besagter gefälschter Depesche, also die Emser Depesche, über die wir es gerade eben hatten, noch vor Erhalt einer Bestätigung einen Casus Belli, also einen Kriegsgrund, herauszulesen. Die Folgen waren: der Zusammenbruch des Kaiserreichs und im Anschluss daran der Gegenangriff auf den päpstlichen Thron. Das kaiserliche Gebäude und das päpstliche Gebäude, gekrönt von den Jesuiten, stürzten trotz unbefleckter Empfängnis und Unfehlbarkeit des Papstes in denselben Dreck. Aber ach, den Dreck über der Asche Frankreichs. Ein wichtiger Satz, um diesen Abschnitt im Kapitel 5, oder besser gesagt das Kapitel 5, abzuschließen. Und ich fahre nächstes Mal fort mit, wie ihr seht, Kapitel 6, die Jesuiten in Rom und der Syllabus. Ja, da geht es um den Syllabus des Irrtums, den Syllabus of Errors, der so oft zitierte von Papst Pius dem 9. Aber hier möchte ich die Lesung von dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris für heute abschließen mit diesem 5. Kapitel und hoffe, euch ein bisschen mehr Einsicht gegeben zu haben in die Geschichte, die wirklich ist, die uns aber nie erklärt wird. Diese ganzen Zusammenhänge, diese religiösen Zusammenhänge hinter diesen ganzen Kriegen werden uns nie erklärt. Und so sehen wir, dass im Grunde all diese Kriege von Jesuiten angezettelt sind, sogenannte heilige Kriege, Kreuzzüge sind. Weil es geht immer nur darum, um die Macht der römisch-katholischen Kirche wiederherzustellen. Die Macht, die die römisch-katholische Kirche in der Reformation oder mit der Reformation, durch die Reformation verloren hat. Warum hat sie die verloren? Weil damals den Menschen deutlich war, dass Rom, dass der Papst, dass das Büro des Papsttums der Antichrist ist.
Danach haben sie die Lehre eingefädelt, angefangen durch Ribera in 1591 und auch durch Alcazar 1600 und mit Präterismus und halt durch Ribera Futurismus dafür zu sorgen, dass die Menschheit heute nicht mehr glaubt, dass der Papst der Antichrist ist. Und wenn der Papst nicht der Antichrist ist, der aber all seine Macht in Europa und im Grunde weltweit verloren hat, weil die Leute meinten, er sei der Antichrist, dann fordert der Papst von den Leuten, diesen Irrtum zu herstellen und seine Macht wiederherzustellen, so wie es vor der Reformation war. Und deswegen leben wir in der größten Lüge seit dem Garten von Eden. Schaut euch das Video mal an und ihr versteht alles noch besser. Hierbei belasse ich es heute. Bei der Lesung aus dem 5. Kapitel im 4. Abschnitt Die Jesuiten in Europa aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris für heute. Bis zum nächsten Mal. Jörg wünscht euch Gottes Segen. Ich melde mich ab und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose. Is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation in through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession. And that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power. And that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, there was the first president to be utilized by the Jesuits, if you were not aware of that. President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.